Und da wären wir auch schon wieder bei Delva. Das letzte Leben war ja ähnlich wie das erste Leben. Ziemlich nervig am Ende. Wir waren gut vorbereitet und alles. Dann kam der Nekromant, hat einmal geschossen und piu, tot. Diesmal haben wir jedoch gesehen, woran es lag. Und zwar an diesem schwarzen Blitz, den er geschossen hat, der einen instant anscheinend umbringt. Also zumindest zieht er auf jeden Fall 24 Lebenspunkte ab. So viele hatten wir zu dem Zeitpunkt. Aber ich denke mal, es ist echt instant tot. Vor allem können wir auch nicht großartig vorher leveln, denn wir haben nicht so viel übersprungen. Das heißt, das Einzige, was uns dagegen helfen könnte, wäre dieser arkane Trank, der uns anscheinend kurzfristig unverwundbar macht. Das heißt, mein Plan ist jetzt, genau wie in den Leben davor, größten Teil vom Dungeon mitzunehmen. Wir müssen nicht unbedingt alles mitnehmen, denn es wird nicht so viel ausmachen, ob wir jetzt ein Level mehr oder weniger haben. Und dann jede Menge von den Arkantränken zurecht sammeln und in die Hotleiste ziehen und Stäbe sammeln und dann mit den Arkantränken und den Stäben versuchen, den Nekromanten umzubringen. Ja, also neues Spiel, Play. Und hoffen wir, dass wir einigermaßen balanciert Items finden. Also genug Essen, genug Trinken, genug Tränke, Stäbe, ordentliche Waffen und Rüstung. Und sofern da nichts außergewöhnlich Schlimmes passiert, müssten wir eigentlich genauso gut vorankommen wie die letzten Male auch. Weswegen ich auch mit der Idee spiele, halt nicht alles mitzunehmen und nicht jede Ecke vom Dungeon zu erforschen. Einfach nur, damit wir schneller zu dem Nekromanten kommen. Wow, wer schießt denn da schon wieder? Du nicht, du bist ein Dieb. Du schießt nicht. Da unten schießt jemand. Wow. Oh, geht gar nicht. Das ist ein Zombie, der immer wieder in die Falle läuft. Oh, doch. Ein Magier war auch dabei. Gleich das erste Level ab. Sehr schön. Und ein grüner Trank mit Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ja, wir werden jetzt erstmal von jedem Trank einen haben. Wir werden jetzt erstmal von jedem Trank einen haben müssen. Ich glaube, wir werden jetzt einen Apfel essen müssen. So. Und wenn wir von jedem Trank einen haben, können wir gucken, was was macht. Wow. Wir sollten jetzt nicht getroffen werden, während wir das Gift haben. Das wäre ein wenig zu schnell, das Ende. Schon mal ein Skullcap. Oh, wo kommst du denn her? Ist alles ganz schön voll hier mit Monstern. Genau, mit Leuten wie dir. Und da ist jetzt eine Rüstung, die wir nicht rankommen wegen diesem Wasserbug. Nee. Egal, Lebenspunkte sind erstmal voll. Ziehen wir das Cap an. So, die Tränke können da runter. Die können dahin. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Ein Käse. Und kommen wir echt nicht an die Rüstung ran? Ich probiere ein bisschen rumzutänzeln, aber nö. Gibt hier auch keine Schleichentaste oder Duckentaste. Mit dem könnte man dann vielleicht etwas weiter runterkommen. Denn wir hatten ja am letzten oder vorletzten Level gelernt, erleben gelernt, dass man Sachen aus dem Wasser doch aufheben kann, wenn man ein Tickchen weiter unten ist, auf einer Stufe zum Beispiel. Hä? Sah gerade fast so aus, als hätte der Magier seinen Freund von hinten erschossen und wir hätten dafür ein Level abbekommen. Das ist ja auch nicht schlecht. Das kann ruhig öfters passieren. Die hatten wir gerade, genau. Eine Rüstungsklasse ist nicht sehr viel. Und das verbindet sich jetzt hoffentlich mit dem anderen Raum im Osten. Ein schwarzer Trank, der ist essbar. Das wird dann wahrscheinlich einer der Heiltränke sein. Also entweder der Instant-Heiltrank oder der regenerative. Und die Magier sind echt garstig. Wir haben immer noch kein neues Schwert gefunden. Wir laufen jetzt immer noch mit diesem 1 bis 2. Ah, na, also man muss nur meckern. 1 bis 2 kann weg, 3 bis 6 schon besser. Da hatten wir bisher ja immer Glück gehabt, dass wir einigermaßen gute Waffen gefunden haben. Oh, hier geht es gar nicht weiter. Okay. Dann müssen wir jetzt da nach Osten und scharf rechts rum. Wo kommst du denn her? Ah, ganz da oben. Ne, komm, den einen überspringe ich jetzt. Hey! Oh, der ist runtergesprungen. Okay. Hätte ich nicht gedacht, dass die einfach so Höhenunterschiede ausgleichen können, um einen anzugreifen.
aber wieder was dazugelernt. So, wir wollten jetzt nach Osten. Das kann liegen bleiben. Und hier geht's weiter, genau. Zack. 1 bis 4 ist nicht gut genug. Gold ist auch essbar. Also haben wir schon mal beide Heiltränke. Gut zu wissen. Also ich gehe einfach davon aus, dass die essbaren Heiltränke sind. Und bei den anderen gibt es dann wohl einen Gifttrank. Ja, komm her und löse die Falle aus. Hihihihi. Also es gibt wohl einen Gifttrank, da gibt es noch den Arkantrank. Was gab es noch? Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Oh, 9 bis 12. Das ist doch mal richtig schick. Und das im ersten Level. Ja, doch, ich habe ein gutes Gefühl bei diesem Leben. Da waren wir schon. Genau nach Süden geht's weiter. Nur Stäbe sehen noch ein bisschen mau aus, aber die benutzen wir momentan ja gar nicht. Also, und schon finden wir den Stab. Aber ja, Stäbe benutzen wir momentan eh gar nicht, weil das mit den Waffen recht gut funktioniert. Und wir verlieren zwar dadurch mehr Lebenspunkte, weil wir in den Nahkampf gehen müssen, aber wir sparen uns die ganzen Stäbe für später, wo wir sie wahrscheinlich eher gebrauchen können. Zum Beispiel bei den fliegenden Augen oder dem Nekromanten selbst. Da brauchen wir die besten Stäbe überhaupt. Das heißt, wenn wir jetzt zwischendurch mal Stäbe benutzen sollten, dann immer nur die ganz billigen. Also 1 bis 21 oder was das ist. Und ich muss auch unbedingt dran denken, die Stäbe aufzuladen. Ja. Da schmeißen wir mal das darauf. Drüber. Weil dann können wir den Stab aufladen, so ähnlich wie das Schwert, einfach nach hinten ziehen. Uns hinter eine Säule verkriechen, ihn schießen lassen, dann vor der Säule hinkommen. Was war das? Wow. Also vor der Säule auftauchen, schießen, dahinter die Säule aufladen, vor die Säule schießen und so weiter und so weiter. Ja, klingt nach einem guten Plan, aber wie jeder Plan hält er keinen freien Kontakt aus, denke ich mal. Aber das schauen wir dann. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was dahinter kommt. Also ob das wirklich der Endboss ist und dann das Spiel geschafft oder ob wir irgendeinen Gegenstand bekommen und wieder aus dem Dungeon raus müssen. Das gibt es ja auch bei recht vielen Roguelikes. Oder ob es einfach tiefer geht. Und ob das überhaupt gar kein Boss vielleicht ist, sondern dass standardmäßig die Gegner ab einem gewissen Level diesen Todesstrahl haben und man einfach tierisch aufpassen muss. Das wäre natürlich richtig hinterhältig. Aber wäre auch schick, weil dann geht es auf jeden Fall schon mal weiter. Es wäre ein wenig schade, wenn das Spiel jetzt schon vorbei wäre, sobald man es geschafft hat. Gehen wir erstmal hier rum. Das Level-Design kennen wir doch, oder? Hm. Also ich hätte schwören können, ich hätte diese Pfeilkreuzung da oben schon mal gesehen. So, was haben wir da noch? Ein Zombie. Zack, zack, zack. 1 bis 4. Nö, danke. 7, 6. Wir sollten mal was essen gleich. Essen wir mal einen Apfel. Unsere Hose hat 5 AC. Unsere jetzige hat 0. Da tauschen wir doch mal ganz schnell aus. Also ja, Rüstung haben wir noch nicht besonders viele gefunden. Aber sind ja auch erst im zweiten Level. Kaputt. Liegt da was? Ja, eine Schriftrolle. Schriftrolle der größeren Heilung. Ich weiß zwar nicht, wie viel die kleinere macht, aber größere klingt schon mal sehr gut. Wahrscheinlich wird das eine komplette Heilung sein. Denn das Essen, also so ein Stück Käse, macht ja schon 15 Lebenspunkte. Und wenn wir uns richtig gut anstellen, kommen wir auf 24 bis 26 Lebenspunkte. Wenn wir bei dem Skelettmagier ankommen. Also ja. Das wird nicht sehr schwer sein, uns voll zu heilen. Und gleich eine neue Rüstung, sehr schön. Diese Eisstäbe habe ich immer noch nicht verstanden. Also ich kann die ja mal zwischendurch testen. Aber die machen anscheinend kaum Schaden. Und da würde man ja erwarten, dass sie wenigstens die Gegner dann einfrieren oder verlangsamen. Aber das konnte ich so auch nicht beobachten. Ja, 1 bis 7 bis 12. Was haben wir jetzt?
9 bis 12. Ah, okay. Genau, du da. Du bist jetzt... Ah, jetzt habe ich ein Essen gegessen. Du bist eine Testperson. Wusch. Ah, doch, ein bisschen langsamer werden die vielleicht. Aber nicht wirklich viel. So, das ist 7. Das ist 8. Aber ja, trotzdem halte ich nicht sehr viel davon. Weil was bringt es uns, wenn die Gegner langsamer sind? Wir können sie eh so einigermaßen einfach ausschalten. Und ich denke mal, der Skelettmagier wird trotzdem noch seine Todesbolzen erschießen. Na gut, jetzt mache ich mal etwas, was ich eigentlich nicht machen sollte. Und zwar gehe ich jetzt schon runter. Wir könnten da oben im Nordwesten zwar den Dungeon erforschen. Aber das dauert mir zu lang. Weil wenn wir jetzt wirklich jeden Winkel erforschen, kriegen wir vielleicht noch ein Level mehr. Wow. Aber das Ganze dauert dann länger. Und eventuell sterben wir trotzdem nach einem Schuss. Und da habe ich momentan nicht so den Nerv drauf. Oh, kein Platz mehr. Und die Dinger sollten wir eigentlich im Fernkampf nur besiegen. Was zur Hölle war das denn? Da ist gerade eine Spinne an uns vorbeigesprungen auf den Teleporter. Sehr cool. Ja, aussortieren. 8 bis 28. Ach, du wurdest hinter uns teleportiert, du garstiges Ding. Okay. Ich war aber gerade am Aussortieren. Also, wir haben 3 goldene Tränke. Also den Eisstab lasse ich jetzt mal hier. 1 bis 21. 2 bis 22. Den lassen wir auch mal hier. Blizzard-Schriftrolle benutze ich eh nie. Flammenschriftrolle benutze ich auch nicht. Weil die halt nur so eine Einmal-Sache sind und anscheinend nur in einem Radius um einen rum etwas bringen. Das halte ich für nicht so sinnvoll. Also wir haben jetzt blaue Tränke, wir haben roter ist wohl ein Heiltrank, ein direkter. Gut zu wissen. Habe ich zwar nicht nur verklickt, aber okay. Also merken wir uns rot, Heiltrank, rot, Heiltrank. Den nächsten Versuch machen wir erst, wenn ich angeschlagen bin. Blizzard brauchen wir nicht. Komm, 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 komm. Auge. Komm schon, du kleines... So. Vier Rüstungsklasse. Ich glaube, wir hatten schon eine Hose mit 5. Jo. Und wir sind schon angeschlagen. Also, rot war direkter Heiltrank. Gold ist der regenerative Heiltrank. Also die beiden sind schon mal unsere Heiltränke. Das heißt, wir haben jetzt noch 4 Farben. Eins davon ist ein Gift, eins davon ist ein Arkantrank und die anderen Sachen habe ich keine Ahnung. Müssen wir dann gleich mal schauen. Sobald wir wieder Platzprobleme haben oder angeschlagen sind. Jetzt sind wir wieder im Hauptkorridor. Na gut, da geht es also nur nach Süden weiter. Nicht auf die Platte treten. Oh, da geht's schon runter. WTF. Das ist jetzt sehr irritierend. Was haben wir da noch? Ein Blizzard. Nö. Okay, dann halt auf Ebene 4. Das geht jetzt doch ein wenig zu schnell. Ich glaube, ab dem nächsten Level waren die Aquädukte schon. Und in Ebene 7, wenn ich mich recht erinnere, war der Nekromant. Nicht weglaufen, doofe Spinne. Du hast 5 AC, ist okay. Das ist die falsche Spinne gewesen. Irgendwo kriegt jetzt noch eine angeschlagene Spinne rum. 4 bis 10, Level Up, sehr schön. Blitzstab mit einem coolen Special-Effekt nehmen wir auch mit. Und da ist die angeschlagene Spinne. So, nochmal 5 AC Hosen. Und ich habe gerade irgendwo einen Zauberspruch gehört. Also entweder eine Falle, wo jemand reingetapst ist, oder ein Magier, beziehungsweise Auge. Gleich 2 von euch. Ja, der andere ist schon tot? Anscheinend. Wieder Hosen, das ist irgendwie ein Hosenlevel hier. Also ich glaube, wir haben langsam zu viele Stäbe. Ich verballer jetzt mal die 1 bis 21er, also die billigsten Stäbe. Die können hier runter, so. Zack. Muss ich den doofen Fledermäusen nicht mehr hinterherlaufen. Ist ja auch schon mal praktisch.
Und da geht's schon wieder runter. Ich glaube, diesmal erforsche ich dieses Level ein wenig mehr. Sonst sind wir gleich schon beim Boss und haben 3-4 Level weniger als beim letzten Versuch. Das wäre, glaube ich, nicht so schick.